Hallo Freunde, heute haben wir ein interessantes Thema, die Arbeit der Heilpraktikerin, Autorin Katja Trost zu Hormonen. Bis vor einer Weile hatte sie eine Heilpraxis für natürliche Hormonregulation in Hamburg. Das steht jetzt groß dauerhaft geschlossen. Rezensionen, ich bekam unglaublich viel Input. Die Behandlung bei Frau Trost hat mir auf vielen Ebenen begonnen und so weiter. Gibt auch schöne Bilder von ihr hier im Internet. Okay. Hier nochmal eine vielleicht. Genau. Und wir wollen uns heute vornehmen, ein Buch, das relativ viel besprochen wird, und ich höre auch immer wieder mal davon, dass das Menschen gelesen haben, Wege aus der Hormonfalle. Dieses Buch möchte ich heute, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, rezensieren oder meine Meinung dazu mitteilen. Ist im MVG Verlag erschienen, wo ich auch Autor bin. Und da kann man gleich mal im Vergleich sagen, Frau Trost ist eine hochintelligente Frau oder Mensch, also mit einem unheimlich hohen IQ. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Und sie ist eine Person, die sich sehr stark informiert hat zu dem Thema Hormone, Stoffwechsel. Es ist wirklich eindrucksvoll und ihr Buch hier, wie viele Seiten sind das? 512 Seiten, ja, es ist relativ lang, ist auf eine Weise umfassend, wie ich es bis jetzt mit meinen Büchern noch nicht geschafft habe. Also das kann man gleich mal von Anfang an feststellen. Und das Buch ist für mich sehr schön zu lesen gewesen, auch weil ich hier das erste Mal über das Hormonsystem, wie das dann auch so eingepflegt ist in den Körper, das Funktionieren des Hormonsystems, unheimlich viele positive Informationen gefunden habe, wie es sonst kaum oder gar nicht verfügbar ist. Dazu zählen sehr viele Dinge, die ich auch vertrete und mich manchmal wie ein einsamer Rufer in der Wüste sehe, dass ich eben, was weiß ich, das Zusammenspiel zwischen Nebennieren und Schilddrüsen, Tätigkeit bespreche, berücksichtige auch in der Therapie, auch immer das sehe, Verbindung mit der hormonellen Tätigkeit der Geschlechtsorgane. Also sind hier von ihr so viele Informationen dann auch drinnen, oft auch nur Anmerkungen, die erhellend und interessant sind. Jetzt muss ich trotzdem einleitend auch ein bisschen meinen Eindruck mitteilen, dass vieles nicht meiner Meinung oder meiner Erfahrung entspricht, die ich mich manchmal frage, ist das so ein Übermaß an Theorie, wo dann in der Praxis nicht so recht der Ausgleich versucht wird? Weil, das kann man ja vorausschicken, das Thema des Buchs und auch das Plädoyer ist ja, möglichst sparsam zu sein mit dem Einsatz von Hormonen. Hormonersatztherapie bei hormonellen Störungen, sondern man möge in die Ursachen gehen, die vor allem im Stoffwechsel gefunden werden. Und wenn man das behebt, dann macht man sozusagen die Bahn frei, dass der Körper diese Hormone selber besser bildet oder dass die Wirkung dann besser stattfindet. Das ist teilweise zu radikal. Das kann ich einfach so nicht nachvollziehen. Sie glaubt nicht daran, dass man beispielsweise, wenn man eine Hormonersatztherapie
macht, dass dann auch positive Wirkungen auf den Stoffwechsel dann ausgelöst werden und dass dort Reparaturprozesse stattfinden. Zumindest habe ich das so nicht gelesen, sondern sie schildert dann eher die Blockaden, die auftreten können, wenn man dann bestimmte Hormone gibt. Und da muss man natürlich auch einleitend das mal besprechen, dass sie natürlich irgendwie sehr von ihrer eigenen Erfahrung ausgeht. Diese eigene Erfahrung war eine negative mit Hormonersatztherapie. Weshalb man sich manchmal dann fragt, ja, könnte das eine mit dem anderen jetzt ein bisschen zusammenhängen? Und was schildert sie? Sie war 25, schon lange her, 2005 gewesen, also schon vor bald 20 Jahren, ne? Wo man ihr eine als verträglich unter Anführungszeichen geltende neue hormonelle Verhütungsmethode angeboten hat. Und innerhalb weniger Wochen ging es ihr unheimlich schlecht und ihr schien ihre Gesundheit und ihr Leben aus den Händen zu gleiten. Es war alles sehr negativ. Und diese Hormontherapie war mit einem Östrogen. Wenn man das Buch liest, das kommt mehrmals und am ausführlichsten, wie schlecht eigentlich Estradiol ist oder Östrogen im Allgemeinen. Über dieses Hormon lässt sie nichts Gutes erfahren. Dafür ist Progesteron oder DHEA oder Pregnenolon, also alle drei Hormone hier, sind bei ihr ganz was Tolles. Die können alle möglichen Dinge auslösen, die eigentlich sonst dem Estradiol zugeschrieben werden. Und das ist jetzt mein Hauptkritikpunkt, dass dann auch Informationen kommen, die ich so nicht bestätigen kann, nach meiner Erfahrung oder nach meinem Wissen. Und natürlich unheimlich gewarnt wird vor dem Estradiol. Und wie gesagt, die anderen Hormone werden dann auch ein bisschen zu positiv geschildert. Die können dann alles Mögliche erreichen, unglaublich viel erreichen. Ja, und das ist ein bisschen schade, dass dann in manchen Bereichen so eine Einseitigkeit reinkommt, wo ich dann auch sage, was hat das jetzt für einen Sinn, das zu lesen oder zu versuchen, dieses Wissen aufzunehmen, weil es ist so viel wertvolles Wissen hier drinnen. Also hunderte Seiten von satten, interessanten und wichtigen Informationen. Gespickt mit ungefähr 100 Seiten von Informationen, die ich eben als fragwürdig oder falsch empfinde. Das ist ein bisschen schade. Und ein gutes Beispiel jetzt für das, was meine einleitenden Worte ausdrücken wollen, ist, dass sie als Problem eine Körpertemperatur unter 37 Grad Celsius hier ausmacht. Wer tut das? Also ich und Menschen, die vielleicht bei mir in die Ausbildung kamen und das dann auch umsetzen in ihrer praktischen Tätigkeit, so ärztliche Kollegen ganz selten. Und sie führt das wunderbar an. Und dann kommt auch eine Liste, warum die Körpertemperatur zu niedrig sein kann. Und was sage ich in dem Fall? Ich sage, naja, es ist wahrscheinlich ein Mangel an Schilddrüsenhormonen, ein Jodmangel. Wenn das zwischendurch auftritt, ein Cortisolmangel, vielleicht ein Progesteronmangel. Ja, und dann hört das dann schon ziemlich auf von meiner Seite. Aber sie kommt ganz interessant ins Detail. Also sie erwähnt Schilddrüsenunterfunktion, ne? Nebennierenschwäche. Mangel an Kohlenhydraten, Fetten oder Eiweißen, also wenn sozusagen durch die Nahrung zu wenig Energie gebildet wird, dann kühlt man aus. Ist auch interessant. Mangel an Mikronährstoffen, zum Beispiel Jod, ne? Ist gut. Aber sie geht weiter. Störung der Wärmeregulierung im Gehirn durch Toxine und Schwermetalle. Ja, könnte sein. Also ich wüsste nicht, wie man das konkret nachweisen kann, ob im Gehirn jetzt irgendwelche Giftstoffe die Regulation beeinträchtigen, aber daran zu denken ist schon mal gut, ne? Stimmt auch wahrscheinlich. Dann Störung der Wärmeregulierung durch Viren oder Bakterien, die dazu in der Lage sind, ihren Wirt kalt zu halten, um das eigene Überleben zu sichern. Hochinteressant. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie Untersuchungen gibt oder Erkenntnisse gibt, die diese These untermauern, aber das ist ein Beispiel für diese, wie soll man das nennen, geniale Fähigkeit der Autorin, einfach an Dinge zu denken.
sagen wir es mal so, Thesen aufzustellen. Es ist einfach geistig sehr rege und überlegt sich, das könnte doch so sein, dass Krankheitserreger, wo ja die Natur das irgendwie so vorgesehen hat, dass wir Fieber entwickeln, um die abzutöten, sich dagegen wehren könnten. Nur, das ist ein Beispiel auch für das, was es in vielen Stellen des Buchs gibt, wenn man konkret fragt, wo hat sie das her oder gibt es da Bestätigung dafür, dann gibt es keine Informationen. Dann spricht sie von Hungersnöten, auf jeden Fall. Wenn man nichts zum Essen hat, das schließt an das, was wir oben schon hatten. Dann, nächste These, frühkindliche persistierende Reflexe oder Traumata, die dafür sorgen, dass das Nervensystem überempfindlich reagiert. Wieder würde ich zustimmen, dass das vielleicht möglich ist. Also, dass man sagt, der Mensch verarbeitet Traumata in verschiedener Weise. Es gibt Veränderungen, die dadurch ausgelöst werden. Warum nicht? Wenn das jemand eine niedrige Körpertemperatur hat, okay. Es könnte das eine Ursache sein. Dann Folgen einer Narkose oder Operation, für die die Körpertemperatur länger niedrig gehalten wurde. Ja, das kommt mir nicht mehr ganz so interessant vor. Es gibt natürlich die Technik, bei solchen Eingriffen den Körper runterzukühlen, aber dass das dann dauerhafte Folgen hätte, glaube ich mal nicht. Ererbte niedrige Körpertemperatur durch weitergereichte Schwermetallbelastung von der Mutter. Okay. Geht meiner Ansicht nach ein bisschen zu weit in eine spekulative Richtung. Okay, das war's. Trotzdem. Ist doch interessant. Also sie hat einfach die Fähigkeit, ja, mal weiter zu denken, umfassender zu denken und oder sich Gedanken zu machen über Dinge, die viele andere nicht tun. Und diese positive Eigenschaft, das findet man im ganzen Buch immer wieder. Wo man sagt, ja, interessant, daran könnte man auch denken oder das könnte ein Faktor sein. Es ist so, dass sie relativ viel Fußnoten hier drinnen hat in dem Buch. Die Fußnoten fallen dann meistens weg in den Bereich, wo solche Aussagen getroffen werden. Aber trotzdem muss man sagen, die Fußnoten haben auch eine Basis, wo es auch wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Und es ist interessant zu sehen, wie viel sie gelesen hat und auch verarbeitet hat und genutzt hat, um dieses eindrucksvolle Bauwerk dieses Buchs zu errichten. Dazu gehört jetzt auch, das hat sie eben hier gesammelt, warum wäre das wichtig, eine gute Körpertemperatur zu haben? Warum geht es Menschen schlecht, die das nicht haben? Wofür ich ihr dann gerne Hormone anbiete. Viele Stoffwechselvorgänge sind abhängig von der Temperatur, also enzymatische Prozesse, dann das Viren und Bakterien, dass die abgetötet werden. Der Körper kann Säure nur bei einer Tagestemperatur von 37 Grad Celsius optimal ab. Tagestemperatur meint sie wahrscheinlich Körpertemperatur. Dann kommt es zu einer leichten Übersäuerung. Okay, möglicherweise, ich bin ja kein großer Freund der Übersäuerungsthematik. Ein Absinken der Körpertemperatur ist für den Körper ein Stresszeichen. Zum Ausgleich aktiviert er die Nebennieren. Ich glaube, dass das stimmt. Und sie hat auch hier eine Fußnote, wo diese Spekulation überprüft wurde. Und das denke ich auch, ne, das kennen wir ja auch, dieses Phänomen des Frierens, wo man dann Körperbewegung macht. Das ist auch eine der Methoden, Cortisolflüsse zu aktivieren. Das findet ganz sicher so mal statt. Und dann sagt sie noch, die Rhythmen des menschlichen Körpers werden durch Licht gesteuert und wenn das nicht funktioniert, greift der Körper auf die Wärmeregulation zurück. Okay, könnte sein. Gut, ich lasse es mal jetzt hier. Mein Hauptkritikpunkt ist ja, dass sie die Gabe von Hormonen eben, zumindest auch im ersten Schritt, sehr kritisch betrachtet, später vielleicht oder ergänzend. Zuerst müssen Dinge behoben werden. Über die Regulationstherapie, die sie befürwortet. Und ich fand es so ein bisschen lustig auch. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gehen wird, aber sie hat hier ein Fallbeispiel. Eine Patientin mit bekannter Schilddrüsenunterfunktion und Cortisolmangel. Also das wäre genau das, was ich auch in der Praxis immer wieder sehe.
Ja, und wenn jemand jetzt eine kleine und schwache Schilddrüse hat, ist sie ja der Meinung, die könnte mit einer guten Regulationstherapie aktiviert werden, auch wenn sie ziemlich klein ist. Also sie ist sehr geneigt, das Maximum hier ausschöpfen zu wollen, der Möglichkeiten einer auch durch Entzündung oder Operation stark verkleinerten Schilddrüse. Ja, und wenn es jetzt Cortisolmangel hat neben der Erschöpfung, dann weiß ich auch, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Was würde ich machen? Ich würde, soweit die Verträglichkeit da ist, Schilddrüsenhormone geben, aktive Schilddrüsenhormone, über Vollschilddrüse oder Schilddrüsenextrakt. Ich würde in manchen Fällen auch Nebennierenrindenextrakt oder Cortison in niedriger Dosierung geben, um die Verträglichkeit zu steigern, um auch an beiden Drüsen anzusetzen mit der Therapie. Das ist natürlich jetzt aus Sicht von Katja Trost ein Aufzäumen des Pferdes vom Schwanz her. Man hat ja sozusagen noch nichts geändert in der Situation. Das nichts geändert würde ich nicht ganz so pauschal machen. Also sagen, ich würde ja die Ernährung möglichst versuchen zu optimieren und da haben wir ähnliche Vorstellungen, denke ich. Es würde bei mir auch ein Gespräch geben über Stress und Stressverarbeitung. Es geht aber nicht so tief. Also sie vertritt ja da auch praktisch von der Geburt oder schon vor der Geburt, was in der Familie ein Thema ist, möglichst mit einzubeziehen und zu lösen. Das habe ich früher auch viel mehr gemacht. Bin aber irgendwann mal auf die Idee gekommen zu sagen, wenn ich am Körper ansetze und ich gebe ihm fehlende Hormone, dann löst das ja auch wiederum verbessernde Wirkungen aus, sodass eben dann später in Geist und Seele auch Heilung eintritt, was sich sehr häufig mit den Methoden, die angewandt werden, um zuerst diese seelische Thematik anzugehen, nicht so passiert. Aber was passiert jetzt hier? Sie ist ja, diese Betroffene ist seit 1,5 Jahren in der Regulationstherapie. Es ginge besser. Sie hielt sich akribisch an die Ernährungsvorgaben sowie die empfohlene Nahrungsergänzung. Nahrungsergänzung heißt bei ihr übrigens oft Mineralien zu verabreichen, wie Kupfer oder Magnesium oder so. Nach einem grippalen Infekt brach der Kreislauf der Patientin zusammen, worauf sie telefonisch Kontakt zu mir aufnahm. Da würde bei mir natürlich sofort die Vermutung sein, dass die Nebennierenschwäche jetzt durch den Infekt überfordert wurde. Da gibt man auch ganz gerne wieder Hormonersatz, Cortison, ne? Weil der Cortisonbedarf dann aufs Doppelte ansteigen kann bei Menschen, die eine schwache Nebenniere haben. Zusätzlich hat sich ihr TSH-Wert verschlechtert. Verschlechtert heißt wahrscheinlich angestiegen, ja, weil die Nebenniere dem, also weil die Schilddrüse dem auch nicht gewachsen war. Und sie hat auch Beschwerden einer Schilddrüsenunterfunktion. Panikattacken hat sie auch. Jetzt schreibt Frau Trost, es entspannt sich der folgende Dialog. Übrigens sagt sie immer Patientin, ne? Ich sage nicht gern Patienten und Patientinnen, sondern Betroffene. Kommt mir ein bisschen politisch korrekt davor. Aber jetzt hier lesen wir es mal als Patientin. Frau Trost, denken Sie nicht, dass die Symptome von meiner Schilddrüsenunterfunktion kommen und es mir besser gehen würde, wenn sie ausgeglichen wäre? Legitime Frage, oder? Warum gibt sie jetzt nicht Hormone? Katja Trost. Absolut. Ihre Symptome stammen höchstwahrscheinlich auch von ihrer Schilddrüsenunterfunktion. Patientin. Also wäre es wichtig, diese Unterfunktion auszugleichen? Katja Trost. Ja, das ist das Ziel der Therapie, die Sie seit 1,5 Jahren machen. Patientin. Würde es mir nicht besser gehen, wenn ich Schilddrüsenhormone nehmen würde? Katja Trost. Das ist leider unwahrscheinlich. Patientin. Aber meine Schilddrüse braucht möglicherweise Unterstützung, damit ich die Symptome überwinden kann. Katja Trost. Die entscheidende Frage ist doch, warum Ihre Schilddrüse in der Unterfunktion ist, oder? Ich würde sagen, die entscheidende Frage ist, wenn sie jetzt ein bisschen Hormone kriegen würde, ob es ihr besser gehen würde, oder? Also da kommt einfach ein bisschen diese Härte raus, die auch manchmal im Ideologischen zu finden ist bei ihr. Es ist, manches lehnt sie einfach ab. Und anderes befürwortet sie und da hat man den Eindruck, dass da sozusagen wie eine Wand entsteht. Und das ist hier jetzt auch so. Sie hat einfach die Meinung, nee, ich gebe keine Schilddrüsenhormone aus.
Sie hat zwar schon seit 1,5 Jahren versucht, das Problem zu beheben und jetzt geht es ihr schlechter denn je durch einen akuten Anlass, aber wir geben immer noch keine Hormone. Und sie schreibt dann danach, an dieser Stelle liegt sozusagen der Knackpunkt und der entscheidende Unterschied zwischen Regulations- und Substitutionstherapie. Für Letztere wäre die Einnahme von Hormonen der nächste und damit auch der finale Schritt. Das würde ich nicht sagen, Frau Trost. Aber der nächste Schritt, denke ich, wäre es. In der Regulationstherapie geht es an diesem Punkt darum, was zu tun ist, wenn die bisherigen Maßnahmen nicht zu einer wesentlichen Besserung geführt haben. Ja, was macht sie denn jetzt? Noch mehr Kupfer geben oder ich möchte jetzt auch nicht süffisante hier Beispiele geben. Es muss weiter nach den Ursachen gesucht werden. Naja, seit 1,5 Jahren haben wir doch schon geschaut, oder? Und was hat sie jetzt gefunden? Dass ihre psychischen Muster einer Heilung nicht zuträglich sind. Das heißt, sie macht genau das, was Menschen, die L-Thyroxin erleben und zum Endokrinologen gehen, die kriegen nur die Hormone, ja, und oft unwirksame Hormone. Dann sagen die, nein, ich bin aber nicht zufrieden. Ja, es muss psychisch sein, sie müssen zum Psychiater ein Antidepressivum verschrieben bekommen. Und das kreide ich hier Frau Trost an. Das gefällt mir nicht, dass sie dann stur ist und sagt, ja, dann muss es halt an ihrer Psyche liegen. Ne? Und trotzdem schreibt sie dann, Möglichkeit 1, wenn sie jetzt doch Hormone nehmen würde. Sie sagt, sie spricht von natürlichen Schilddrüsenpräparaten, sie meint Vollschilddrüse oder ein Kombipräparat. Was würde dabei passieren? Es würde zu einer Mobilisierung von Energie im Körper führen. Das wollen wir ja auch. Aber, das sieht sie ganz negativ, weil diese Betroffene eine schlechte Entgifterin ist, würde sie zeitnah Gifte im Körper mobilisieren, die sie nicht ausscheiden könnte. Das wird wahrscheinlich ihre Symptome verstärken. Also es reicht jetzt mit diesem Beispiel. Ich folge diesen Gedankengängen nicht und ich denke auch, dass sie nicht recht hat. Man müsste es wahrscheinlich probieren. Ich bin der Meinung, wenn eine betroffene Person sagt, mir geht's schlecht, ich habe das Gefühl, es könnte mir gut tun, das zu machen, bin ich immer sehr offen und sage, machen Sie es und prüfen Sie, was es mit Ihnen macht. Die Idee dann aufzustellen, ja, das kann ja alles nur schlimmer machen und ihr ganzes Gift wird dann mobilisiert im Körper, das ist auch wieder dieses Angstmachen oder dieses Negativdenken, wie das eben leider auch in medizinisch-ärztlichen Kreisen sehr häufig ist. Es soll immer ganz was Schlimmes passieren. Aber in dem Fall fehlen ihre Hormone und die Hormone zu geben, würde ich mit keinem ideologischen Konzept jetzt so überfrachten, dass ich sage, das kann nur negativ sein, da wird das Schlimmes passieren. Zweites Fallbeispiel. Eine Patientin hat über lange Zeit die Antibabypille genommen. Ja, sie hat also ein Estradiol, möglicherweise ein nicht bioidentes und ein Gestagen eingenommen. Und jetzt klagt sie über Haarausfall. Wie würde ich darauf reagieren? Ich würde sagen, na gut, schauen wir mal nach, was das für ein Estradiol ist. Es könnte sein, dass die Östrogenrezeptoren hier besetzt werden, die auch wichtig sind für ein fülliges Haupthaar. Und Haarausfall ist ja oft Zeichen eines Estradiolmangels und vielleicht ist sozusagen hier eine Art Blockade vorliegend. Jetzt schreibt Frau Trost, da ich die Behandlung von Menschen ablehne, die hormonelle Verhütungsmethoden benutzen, setze die Patientin die Pille ab. Okay. Einige Wochen später hatte ihre Menstruation noch nicht wieder eingesetzt. Der Haarausfall hatte unterdessen etwas nachgelassen. Meine Interpretation, die körpereigene Produktion über die Eierstöcke von Estradiol hat wieder begonnen. Das künstliche Estradiol schwemmt sich aus, die Haare profitieren jetzt davon. Jetzt geht's weiter. Eine Endokrinologin diagnostizierte einen Progesteronmangel und stellte fest, dass der Cortisolwert im Blut zu niedrig war. Jetzt muss man sagen, dass Frau Trost auch der Meinung ist, dass man im Speichel bestimmtes Progesteron hundertprozentig als Hinweis nehmen kann, wie viel Progesteron im Körper ist. Da sind wir divergent, weil ich es sehe, dass da sehr oft Werte rauskommen, die absolut unglaubwürdig sind.
weshalb ich das nicht mehr gerne zur Bestimmung heranziehe. Aber sie war ja bei der Endokrinologin und die bestimmt LH und FSH wahrscheinlich, die Steuerhormone. Und wenn das LH relativ hoch ist, dann könnte man sagen, das ist ein Hinweis auf einen Progesteronmangel. Und hat sie Cortisolwert im Blut bestimmt und der war niedrig? Na gut, auch hier gibt es natürlich große Schwankungen. Ich würde eben sehr gerne das Befinden zu dem Zeitpunkt, wo man den niedrigen Wert getestet hat, mit der Temperatur gemeinsam aufzeichnen. Dann würde ich wissen, was dieses Cortisol bedeutet. Gut. Jetzt schreibt Frau Trost, die Patientin wandte sich per E-Mail an mich, weil sie in Erwägung zog, Progesteron zu substituieren und meinen Rat wollte. Also würde ich dazu sagen, also jetzt meine Reaktion, bevor ich jetzt den Fall weiterlese, ich kenne ihn noch gar nicht. Sie hat jetzt ein bisschen mehr Estradiol und die Haare werden besser. Das war ja ihr Problem. Wo liegt jetzt eigentlich noch der Behandlungsauftrag? Warum muss ich jetzt noch was unternehmen? Wenn ich jetzt Progesteron gehen würde, würde nach meiner Meinung die Gefahr sein, dass ich das Östrogen, was jetzt sich selbst wieder mehr bildet, unterdrücke, weil das Gegenspieler sind und ich das sehr häufig beobachtet habe. Die Menschen nehmen dann Progesteron und sagen, jetzt fallen die Haare wieder aus. Ja. Also, ich sehe den Behandlungsauftrag nicht, außer dass sie jetzt bei der Endokrinologin war, die irgendwas im Blut gesehen hat und sagt, nach dem Labor würde ich das und das machen. Aber das ist kein Argument. Das ist das Behandeln von Laborwerten, was ich unheimlich kritisiere. Was sagt jetzt Frau Trost dazu? Mir ist bewusst, dass ihre ausbleibende Regel auch von einem Progesteronmangel herrührt. Möglicherweise. Schließlich haben sie die Pille genommen und der Test hat die vermutete Östrogendominanz bestätigt. Ja, ich weiß nicht, welchen Test sie gemacht hat, aber dass man, sie hat ja jetzt hier im Buch an verschiedensten Stellen das Thema der Östrogendominanz, deswegen soll Progesteron immer so gut sein. Aber in dem Fall hätte sie vielleicht eine gewisse Östrogendominanz gehabt durch das künstliche, wahrscheinlich was Ethinyl-Estradiol. Ja, gut. Aber eigentlich müssten wir hier von zwei verschiedenen Formen von Östrogen sprechen, weil es muss einen Grund geben, warum das Absetzen der Pille geholfen hat. Das ist ja so nicht erklärt worden. Warum ist das besser geworden mit den Haaren? Die Frage ist nun, wie wollen Sie damit umgehen? Warum haben Sie diesen Progesteronmangel bzw. die Östrogendominanz? Einfach gedacht, es fehlt Progesteron, also muss Progesteron zugeführt werden. Effektiv überlegt, was fehlt Ihrem Körper, damit er Progesteron produzieren kann? Ja, und hier bin ich bei ihr. Ich wüsste nur nicht, was das machen kann. Also was kann jetzt die körpereigene Progesteronbildung gut anregen? Ich bin beschäftigt mit Phytoöstrogenen, die oft östrogenartige Wirkung haben, oder Adaptogenen, die so eine gewisse ausgleichende, auch aktivierende Wirkung auf das Hormonsystem haben können, aber es gibt wenig gute Möglichkeiten, irgendwo Progesteron anzubieten. Da ist eben das Diastinin in der Yamswurzel im Einsatz, funktioniert oft, so also richtig überzeugen kann es mich oft nicht. Bockshornklee soll auch die Wirkung haben, habe ich auch viel verordnet. Mönchspfeffer kann eine Mehrbildung von Progesteron über die Hypophysenachse machen. Apropos über Hypophysenachse, da hat es ja auch eine ganz interessante These Frau Trost, dass sie sagt, im Tierexperiment ist auch schon mal die Hypophyse entfernt worden und den Tieren ging es genauso gut hormonell vorher und nachher. Also die Frage, ob immer vom Kopf aus was gesteuert werden muss, fand ich auch wieder interessante Anmerkung. Hat auch was. Trotzdem glaube ich, dass diese Steuerung auch Bedeutung hat. Gut, und jetzt spricht sie von einer Blockadenlösung. Meine Erfahrung und ihre Testergebnisse lassen mich davon ausgehen, dass sie das Progesteron nicht vertragen werden, sagt sie ihr. Hier liegt der Unterschied zwischen Substitutions- und Regulationstherapie. Aber das sagt sie auch wieder richtig, dass das Cortisol ist eine Momentaufnahme. Möchten Sie Symptome deckeln oder Ursachen aufspüren? Ja, was sind die geheimnisvollen Ursachen? Kommen wir, glaube ich, jetzt langsam zur. Nee.
Ich vermute gravierende psychische Blockaden. Die Patientin ließ sich einmal auf eine Therapiesitzung ein. Meine Vermutung bestätigte ziemlich dissoziierte Gefühle. Doch es blieb bei der einen Sitzung. Meine Interpretation hier ist, dass die Patientin sich dachte, was mache ich hier? Das bringt mir doch gar nichts. Im zweiten Teil des Buchs deutet sie so ein bisschen an, was sie mit ihrer Regulationsmethode meint. Also sie versucht nicht zu viele praktische Tipps jetzt anzugehen, aber sie meint, dass Ernährungsumstellung wichtig ist oder Entgiftungsmaßnahmen zur Vitalitätssteigerung und auch Mikronährstofftherapie. Also ich denke, sie kontrolliert eine bestimmte Anzahl von Vitalstoffen im Blut, im Vollblut wahrscheinlich. Und wenn es da ein Defizit gibt, dann wird es ersetzt. Und dann empfiehlt sie aber auch zusätzlich psychotherapeutische Maßnahmen. Man kann wegnehmen, was zu viel ist, Traumata und andere Blockaden. Man kann dazugeben, was fehlt, zum Beispiel Selbstwert. Ja, und dann plädiert sie eher für die sogenannten naturidentischen Hormone anstatt der künstlichen Hormone. Das ist ein Kapitel für ein anderes Video, weil unter Bioident ja sehr viel läuft heutzutage. Ja, dann plädiert sie für Entlastungsmaßnahmen, also Dinge, die nicht toleriert werden, wegzulassen. Krankschreibung bei Burnout, Sonne meiden bei Sonnenallergie. Beziehungsvermeidung ist auch ein Thema. Ein Mensch, der viele enttäuschende Liebesbeziehungen erlebt hat, beschließt vorübergehend, keine Beziehung mehr führen zu wollen. Naja, gut. Nahrungsergänzungsmittel, die Stoffe des Körpers ersetzen, die er normalerweise von selber herstellen kann. Magensäure, Verdauungsenzyme, Drüsenpräparate. Also das gehört dazu, ne? Drogen und Toxine weglassen. Toxische maskuline Einflüsse reduzieren auf sein Leben. Wiederherstellung der Energie auf der Zellebene. Da spricht sie von Glukose, Sauerstoff und Schilddrüsenhormonen. Also sie ist durchaus für Glukose. Was mir völlig fehlt in dem Buch, ist eine Diskussion der Bakterien. Welche Bakterien kriegen Glukose sozusagen? Welche dürfen leben? Welche werden gefüttert und welche nicht? Und das macht einen Unterschied. Das ist bei ihr ebenso wenig in der Diskussion wie die meisten Schilddrüsenhormone, obwohl sie das viel umfassender schreibt als andere. Sie schreibt, dass es T4, T3, T2, T1 gibt und Calcitonin und dass es das RT3 gibt. Also sie hat schon eine weit größere Perspektive als 99% meiner ärztlichen Kollegen. Und dann ist bei ihr sehr wichtig, auch darauf zu achten, dass verschiedene Vitalstoffe zusammenarbeiten, zum Beispiel Magnesium, Vitamin B6 und Chrom wirken synergistisch, dann gibt es aber auch antagonistische Beziehungen. Calcium, Phosphor, Natrium, Kalium, Calcium, Kalium. Das schreibt sie jetzt hier auch drin. Zink, Kupfer, Magnesium. Also mit diesen Mineralien scheint sie sehr viel zu arbeiten. Sie bestimmt, ob die da sind und dann wird es ersetzt, denke ich. Ja, dann Mobilisierung von Energieblockaden gehört zur regulativen Therapie. Vor allem geistig, denke ich, und seelisch. Aber auch oft, was den Körper betrifft. Sie ist sehr offen auch für Bioresonanz, Homöopathie, Akupunktur und so weiter. Wer das nicht mitmachen kann oder die Therapie scheitert, was gibt es für Gründe? Da ist eine Menge Patienten-Blaming drinnen. Mangel an Disziplin und Durchhaltevermögen, Unwille, Widerstände gegen die eigene Gesundheit zu bearbeiten, Geldnot, Ablehnende Ernährungsempfehlungen, Mangel an Informationen über das, was innerhalb der Therapie auftreten könnte. Ja gut, das ist jetzt der Therapeut, die Therapeutin dafür verantwortlich. Überforderung durch die Komplexität von Stoffwechsel und Hormonen. Ja, das glaube ich, wird häufiger kommen. So komplex, wie sie es hier darstellt, weiß ich nicht, wer da noch durchblickt.
Die Hoffnung, dass der Therapeut einem die Arbeit an sich selbst abnimmt. Wieder der Betroffene schuld. Mangel an psychischer Autonomie. Die Betroffenen wollen oder können die in der Therapie aufkommenden Hindernisse und emotionalen Schmerzen nicht aushalten und erwarten von der Therapeutin oder dem Therapeuten, dass dieser für sie ständig zur Verfügung steht und immer für sie Zeit hat. Das ist im Praxisalltag nicht nur unrealistisch und nicht umsetzbar, sondern in der Regel auch kein Teil des Behandlungsangebotes. Okay, go girl. Bei mir bleibt ein bisschen zurück, dass das mit der Regulationstherapie einen riesen Einsatz braucht und auch sehr lange dauert. Und das schreibt sie in ihrem Nachwort dann auch. Sie sagt, Regulationstherapie mag manchmal langwierig, mühsam und mit Einschränkungen verbunden sein, aber sie lohnt sich. Sie investieren ein paar Jahre, die Sie an einer Hand abzählen können. Ja, 5 Jahre, wenn man nicht mal in die Kreissäge gekommen ist. Um vielleicht weitere 50 Jahre mit einem gesunden Körper und einem ebensolchen Geist durchs Leben zu gehen. Ja, gut. Wenn man noch so lange lebt, ne? 50 Jahre. Also wenn ich jetzt mit in den Wechseljahren zur Regulationstherapie finde, dann fange ich erst mit 60 Jahren an mit meiner energetisch guten Zeit. Ich meine, es spricht für die Offenheit von Frau Trost, dass sie dann auch sagt, es geht mir nicht darum, andere Behandlungsansätze auszuschließen. Ja, Weg ist der Hormonfalle. Was ist die Hormonfalle? Dass man Hormone einnimmt. Oder dass Hormone fehlen. Das ist ein bisschen die Frage, die bei mir offen geblieben ist. Abschließend, ich wiederhole, was ich am Anfang schon gemeint habe. Ich finde es eindrucksvoll, was Frau Trost hier auf über 500 Seiten darlegt. Das ist wirklich, sie ist unheimlich kenntnisreich, einfallsreich, geistig wendig. Und sie ist, was ich jetzt so weiß, die einzige, der es bislang gelungen ist, ein umfassendes Bild auf das Hormonsystem und wie das eingebunden ist, wie man es beeinflussen kann, so dargelegt zu haben. Ja, das ist ein großes Verdienst. Ich bin auch der Meinung, dass man bei hormonellen Störungen versuchen müsste, auf die Ursachen zu kommen und die Ursachen zu beheben. Das ist ähnlich, was, ich habe das in einem früheren Video erwähnt, Isabella Wentz ist auch eine ähnliche geniale Autorin, diese kanadische Apothekerin, die aber praktisch alles im Biochemischen festmacht und versucht, nur auf körperlicher Ebene die Probleme aufzuspüren und zu sagen, okay, das behindert jetzt das Hormonsystem und das muss ich zuerst beheben, damit ich überhaupt eine Chance auf Heilung haben kann. Und das macht Frau Trost auch unter Berücksichtigung des geistig, seelischen und körperlichen. Das ist super. Meine Kritikpunkte 1 ist, dass sie aus der eigenen Betroffenheit heraus einfach so ein bisschen einen schiefen Blick drauf hat. Das ist ein bisschen schade, weil sie hat Hormone bekommen und das Buch sagt, gebt keine Hormone und das setzt sie auch durch in der Praxis. Möglicherweise, bis die Menschen dann die Praxis verlassen. Das ist ein bisschen zu hart. Das zweite ist diese Verteufelung des Östrogens, das ihr damals unangenehm aufgestoßen ist in der Therapie. Ja, ich kann das verstehen, aber ich denke, wenn man was darstellt, muss man einfach aus dem eigenen Leben rausgehen. Ja, aber ansonsten, es ist ein bisschen schade, dass dann die konkreten Informationen, wie man das macht, was man machen kann, doch ein bisschen zu kurz kommen. Es wird einfach dargestellt auf eine Weise, dass man dann doch irgendeine Therapeutin braucht, die das für einen macht und hoffentlich auch so gut umsetzen kann, wie das gedacht ist. Ich denke auch, es gibt immer ein paar wichtige Fragen bei hormonellen Störungen. Die erste Frage ist immer, seit wann und wodurch ausgelöst? Das ist interessant zu beobachten, auch weil wir dann schon ein bisschen die Ursachen und die möglichen Lösungen festmachen können. Also es ist nicht so, dass wir immer das gesamte Programm aufrollen
müssen, um eine Lösung zu finden. Also wir müssen nicht immer alle Aspekte berücksichtigen. Und ein Buch wie das von Frau Trost hilft uns einfach, möglichst an alles zu denken. Also wenn man das einmal durchgelesen hat, ich habe so vieles gefunden, was ich sonst nicht gelesen habe. Und sie streift das manchmal nur, so wie das Thema einmal zum Beispiel die Kryptopyrologie oder einmal Epstein-Barr-Virus-Infektionen. Es sind so viele Dinge drin, die viele andere nicht beachten. Und es ist meistens, auch wenn es mal kurz abgehandelt ist, immer eine ganz solide Information. Also ich denke, es ist eine wertvolle Lektüre. Es ist einfach ein bisschen schade, man müsste vielleicht eine kommentierte Ausgabe rausbringen, wo man reinschreibt Dinge, die einfach zu weit von dem Üblichen abweichen. Das schreibt sie selber auch manchmal. Sie sagt, ich weiß, dass mir hier niemand zustimmen wird, aber ich sehe das so. Gut, das ist auch legitim. Das hätte sie vielleicht öfters machen können. Aber wie gesagt, der Hauptkritikpunkt bleibt natürlich trotzdem, dass ich sehe, wie viel das Menschen gebracht hat, wenn sie beispielsweise ihr verteufeltes Estradiol bekommen haben. Und es ist schade, dass ihr dann über 10 Seiten ausführt, wie schädlich Estradiol ist oder sein soll, ohne dazu zu sagen, dass es einen Riesenunterschied ausmacht, ob es in einem Mangelzustand gegeben wird oder in einem schon Überschusszustand, ne, sondern Östrogendominanz nochmal Estradiol zu geben, so wie es bei ihr damals war. Ne, das ist nichts Gutes. Das hat sie ja erlebt und das ist eine authentische und richtige Erfahrung. Aber wie viele Menschen jetzt Estradiol von mir bekommen haben im Laufe der Jahre mit Schlafstörungen oder mit Haarausfall oder Hitzewallungen oder so und davon sehr gut profitiert haben und endlich wieder schlafen konnten seit Jahren, die lässt sie dann einfach unter den Tisch fallen. Das ist nicht schön. Und was eben auch, ich meine, tausende Male passiert ist, ist, dass man mit Schilddrüsenextrakt vom Rind oder vom Schwein einen Schilddrüsenhormonersatz hinkriegen kann, der für viele sehr befriedigend ist im Vergleich zu dem, was sie mit L-Tyroxin erlebt haben. Aber auch hier, ich bin sowas von auf der Seite von Frau Trost, dass ich sage, man sollte keine Hormone geben, die gar nicht gebraucht werden. Aber wenn sie gebraucht werden, dann müsste man sie geben. Nicht zu hoch dosiert, mal in einer niedrigen Einstiegsdosis und immer abwarten, was die Menschen erleben. Wenn sie es einnehmen und wenn sich's positiv auswirkt, dann ist es positiv. Und da sollte man auch die Offenheit haben, das zuzulassen, dass es auch mal positiv sein kann, auch wenn man selber meint, vielleicht würde das dem Stoffwechsel alle möglichen Prozesse auslösen, die wahrscheinlich nie Realität werden. Gut, so viel zu Katja Trost. Also ich war sehr beeindruckt von dem Buch und ich habe es gerne gelesen. Und habe, wie das so meine Sache ist, aber auch meine Kritik angebracht, wo es mir nicht gepasst hat. Ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut.